So, ich hatte es letzte Woche versprochen. Hier kommt das zweite Leuchterwald-Video mit Wärmebildkamera. So, hier sieht man David. Wir haben jetzt einen Baum gefunden, der heller ist als die anderen. Das sieht aus wie ein übelst fetter Stein. Ich hatte es letzte Woche versprochen, hier kommt das zweite Leuchterwald-Video mit Wärmebildkamera. Man sieht schon im Hintergrund, ich bin nicht alleine. Und diesmal fangen wir auch beim alten Krug wieder an, ganz historisch, wo die ganze Sage und die ganze Geschichte ursprünglich angefangen hat. So, wir sind jetzt hier gerade am Eingang vom Leuchterweg. Ich bereue schon, dass wir die Cam nicht direkt angemacht haben. Wir sind ausgestiegen, ich schwöre, nach 10 Sekunden, boom, mega der laute Knall. Und dann hört man 5 Sekunden später so ein Schwein quieken, was abgeknallt wurde. Und das am Anfang von diesem fucking Video hier. Scheiße, Alter. Okay, so, wir machen jetzt auf jeden Fall die Wärmebildcam ready. Alleine würde ich jetzt hier nicht mehr in den Wald gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt zu zweit geht's noch, alleine würde ich nicht mehr reingehen. Vor allen Dingen jetzt nach dem Schuss. Ich habe es eher im Wald lokalisiert, David eher auf dem Feld. Auf dem Feld macht natürlich mehr Sinn. Es hallt halt, ne? Man hat es von überall im Prinzip gehört, weil es hallt. Ja. So, ab jetzt switchen wir auf Wärmebildcam. So, wir sind jetzt hier im Wald, ungefähr 200 Meter. Stehen gerade auf einer Kreuzung. Ja, hier sieht man den Baum ganz gut. Und haben bisher auf jeden Fall noch nichts von irgendeinem Licht gesehen. Das einzige Krasse war immer noch der Jäger, der direkt geschossen hat, nachdem wir ausgestiegen sind. Erstmal ein Schwein erlegt hat. Lichterscheinungen auf jeden Fall noch keine. Auch keine merkwürdigen. Dann bilde ich mir das mal ein oder faucht jetzt wirklich? Das habe ich auch gehört. Das habe ich jetzt schon 2-3 Mal gehört. Irgendwie so, ne? Nee, so ein. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Ist das eine Katze? Eine Katze oder ein Luchs oder so? So, hier sieht man David. Wir wollten jetzt hier erstmal auf der Kreuzung warten und. Das habe ich nicht gehört. Gut, weil ich geredet habe wahrscheinlich. Wir warten jetzt hier auf irgendwelche Lichterscheinungen. Und wenn nichts kommt, gehen wir über zum Leuchterweg. Wir sind auf jeden Fall gerade noch nicht auf dem Leuchterweg. Wir werden dann nochmal zum Leuchterweg gehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Verboten. Lebensgefahr. Holzfällung. Okay. Ah, okay, ja, gut. Wurde anscheinend von hier bis da rüber gespannt, also genau da, wo wir durchgegangen sind. Wir haben jetzt einen Baum gefunden, der heller ist als die anderen. Also, als ob da irgendwie so unten irgendwas am Baum dran ist. Als wenn, er so eine Quest hätte, der Baum. Ja. Hier so daneben, das sind die ganz normal, das ist dunkel. Da nochmal hell. Und hier auch wieder dunkel. Na, lass uns mal hingehen. Welcher ist denn das jetzt da? Weiß ich nicht, aber das leuchtet so richtig doll. Siehst du das? Ja, Mann. Ich lass aber hingehen, Alter. Sowieso gerade voll die Lichtung, Alter. Guck mal, der Baum hier, der sieht ja voll komisch aus, oder?
Der hat gar keine Äste und so. Der steht hier einfach in der Mitte. Das ist der Halbtote hier, oder? Der Abgebrochene. Der Leute. Hey, die haben die Pilzen drin. Ja, stimmt. Gegen den Pilzen wahrscheinlich. Ja, warum machen Pilze den Baum hell? Ist der immer noch so hell? Ja, guck doch mal. Siehst du das da unten? Ich muss mal den Fokus umstellen. Als ob da unten irgendwie, weiß ich nicht, was drin wäre. Sollen wir mal anklopfen? Mann, Alter. Aber guck mal jetzt nochmal hier ganz genau drauf. Guck mal, siehst du das, die Pilze, die da dran sind? Zeig die mal, die Pilze jetzt. Die, wie sie so seitlich am Baum sind, ja. In echt nochmal. Guck mal, und hier sind die total dunkel, ne? Also, die sind das eigentlich, glaube ich, nicht, von denen die Wärme ausgeht. Die sind total dunkel, ne? Das ist so echt da unten drin, irgendwie. Fühlt er sich denn auch warm an? Ja, so luftwarm. Ist der jetzt hier kälter? Nee, sind gleich warm. Ja. Fassen wir nochmal an einer Stelle an. Ein bisschen weiter oben. Da hält man da halt kurz ein bisschen länger drauf. Mach jetzt mal weg. Alter, man sieht dann den Handabdruck da drauf. Das ist ja todescreepy. Warte mal, mach du das mal. Alter. Das muss ich mal kurz aufnehmen. Oh, guck mal, das ist dein Handabdruck jetzt. Siehst du das? Guck mal. Wie heftig, ne? Dass man das dann immer noch so sieht. Guck mal, ich mach jetzt mal nach oben. So, da ist es jetzt... Ah, warte mal, das ist jetzt gerade so. So, da oben ist es jetzt normal. Alter. Und sonst nimm du mal kurz nochmal. Guck mal, ich mach jetzt mal. Warte mal, wo hast du angefasst? Hier? Ja, ungefähr da. Ne, tiefer habe ich angefasst. Okay, ich mach jetzt mal hier oben, ja? Ja. Boah, da kommt gerade eine mega fette Spinne hinterher. Ja, man sieht das, ey. Alter, wenn wir jetzt durch den Wald laufen würden und irgendwo soll ich noch so eine Fingerabdrücke Alter, finden Digga, würden. Das wär, ja, vielleicht war dann da unten irgendein Tier dran oder sowas, dass es jetzt noch so leuchtet, weißt du? Vielleicht war da irgendein Tier dran. Aber überall? Alle anderen Bäume sind kalt, Alter, was soll das? Vielleicht hat hier echt irgendein Tier da dran gelegen an dem Baum gerade so. Und das oder genau hier hat die Sonne raufgeschienen zuletzt. Ja, aber dann wäre der ganze Baum wahrscheinlich so hell, oder? Auf jeden Fall. Ist das, die Cam wieder, wie man jetzt hier gerade sieht, ist das ein toter Baum auf jeden Fall. Der ist nämlich durch einen Sturm abgebrochen. Ja, irgendwas wächst da oben, also irgendein Ast. Ganz hochleuchten. Ja, ein Ast hat anscheinend überlebt. Nein. Der ist auf jeden Fall abgebrochen. Üff, jetzt habe ich mal Maximum ISO reingehauen. Alter, ist das hell jetzt. Aber wahrscheinlich auch rauschig. Hat den Uhu gehört. Schuhuhuhu. Das hat sich übel strange angehört. Ich hab's nicht richtig gehört. Ich hab das gerade gehört. Ey, da war wieder so ein Schuss. Ja, ja. Jetzt habe ich gerade die Kamera auch angehabt. Aber ich weiß nicht, ob man das hört. Das war so weit weg. Definitiv. Und es kam auch definitiv aus dem Wald. Ehrlich? Ja, ich hab's 100% aus der Richtung da gehört. Ja, stimmt. Du hast recht. Noch ein Schuss. Hm. Oder glaubst du, das schallt einfach nur so durch den Wald, dass wir denken, es kommt aus dem Wald? Also, das muss aus der Richtung kommen.
Der Uhu auch noch dazu. So, wir sind jetzt hier aus dem Auto ausgestiegen. Wir befinden uns gerade mitten auf dem Leuchterweg. Hä? Nichts anderes in der Nähe. Oder ist das ein Zelt? Das ist locker 30, 40 Meter weg. Lass das mal beobachten. So, wir hatten jetzt eben kurzes Licht an für eine Sekunde. Es ist definitiv ein Zelt, was da steht. Das hat man gesehen. Ich würde schätzen, wir sind 40, 50 Meter vielleicht entfernt. Und wir haben es jetzt 10 Minuten lang ungefähr mit der Wärmebildkamera beobachtet. Aber es ist gar nichts passiert. Also wahrscheinlich entweder ist es leer oder da schläft jemand schon drin. Jetzt auch immer noch.
Shit. So, wir sind jetzt wieder raus aus dem Leucht. Wir sind jetzt wieder raus. Aus dem Scheißerwald. Aus dem Leuchterwald, Alter. Also das war das Letzte, was wir erwartet hätten, was wir da finden in diesem Wald. Wir kommen immer noch nicht drauf klar. Also es ist, glaube ich, relativ offensichtlich, was da passiert ist. Wir haben einen Typen gefunden, der da warum auch immer zeltet. Vielleicht ist er auch ein Typ, der, keine Ahnung, eine Mutprobe gemacht hat oder vielleicht hat er auch das Licht gesucht und wollte da eine Nacht denn übernachten in dem Leuchterwald. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir haben da, glaube ich, insgesamt eine halbe Stunde oder so dieses Zelt beobachtet, weil wir halt auch nicht wussten, ob da noch jemand drin ist oder nicht. Und dann geht der Typ da echt scheißen, Alter. Also, und am Ende hat er uns irgendwie noch bemerkt, weil wir zu laut waren, ey. Scheiße, es gehört auf jeden Fall zu den top witzigsten Dingen, die ich je erlebt habe. Ich hoffe, der Typ kann jetzt noch in Ruhe schlafen, Leute. Ich glaube, der baut jetzt locker sein Zelt auf und geht wieder nach Hause. Dem haben wir jetzt so richtig den Abend versaut. Ja, vielleicht haben wir da auch gerade einfach den Leuchter tatsächlich gefunden. Das Licht von Brieselang ist einfach nur ein Typ, der da seit 20 Jahren zeltet im Wald und Leute, die das Licht suchen, halt verarscht. Und wir haben ihn jetzt gerade in flagranti, live und aktuell, während er sein Geschäft verrichten muss, erwischt und haben das Mysterium aufgedeckt vom Licht von Brieselang. Nee, ist natürlich Quatsch. Also könnte sein, aber ist unrealistisch. Das Mysterium bleibt natürlich weiterhin bestehen. Jetzt mal wieder back to topic und mal Spaß beiseite. Mich haben natürlich auch einige Leute bei Facebook angeschrieben, die mir das Licht zeigen wollen. Leute, die meinten, die sich schon seit Jahrzehnten damit befassen und sie möchten mit mir in diesen Wald gehen und mir das Licht zeigen, wo ich natürlich sagen, danke fürs Angebot, aber mein logischer Menschenverstand sagt mir, dass ich nicht mit einer wildfremden Person nachts in einen verfluchten Wald gehe. Da muss ich mir noch irgendwas anderes überlegen. Keine Ahnung, ob man das mal in einer Gruppe macht oder was, oder ob wir das mal zu dritt machen und er zeigt uns das oder so. Also das Thema ist auf jeden Fall noch nicht abgeschlossen. Wir haben heute keine einzige Lichterscheinung gefunden in diesem Wald. Ja, lediglich dieses, ich nenne es mal Happy End, hatten wir natürlich. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, schon am Mittwoch. Bis dahin, haut rein.